Bei Jack Reacher Never Go Back muss der titelgebende Held, der Jack Reacher, Verschwörung von der Regierung so ein bisschen auf den Grund gehen, und weil eine Kollegin von ihm wird festgenommen für Spionage und er findet, da kann etwas nicht sein. Dazu kommt noch ein allenfalls grosses Detail von seiner Vergangenheit, das er noch nie gewusst hat, das sein Leben für immer verändern könnte. Jack Reacher Never Go Back ist der okayste Film, den ich seit langem gesehen habe. Er ist auf keine Art und Weise irgendwie erinnerungswürdig, aber er ist auch nicht beleidigend schlecht. Aber was ist denn gut? Wir sind ja positive Leute da, nicht wahr? Die Kampfszenen sind cool. Die haben mir wirklich gefallen. Die Schlägerei-Szenen, die sind gut. Tom Cruise macht ja bekanntlich viel von seinen Stunts selber. Und auch da hat er das viel gemacht. Und die Action-Szenen, die sind sehr ansehnlich. Auch der relativ gesichtslose Bösewicht, der ihm gegenübergestellt wird, kann gut austeilen. Und das ist sehr unterhaltsam, wenn sie einander irgendwie durch Wände und durch Scheiben schmeissen und prügeln und machen und tun. Und sonst, die Schauspieler sind okay, denke ich jetzt mal, der Tom Cruise gibt sich Mühe als Jason Bourne Cosplayer, aber so wirklich hinhauen will es nicht, so wirklich gut ist es nicht, er hat einen Gesichtsausdruck drauf, mehr nicht, und er haut ein bisschen rein und macht ein bisschen Stunts und das ist noch cool, aber seine Figur ist halt einfach langweilig. Zwar kommt seine Figur hin und wieder mal eins auf den Nackel über, aber sonst ist er einfach ein Superheld und ist immer allen einen Schritt voraus und er ist so cool und so. Und das irgendwie mir gespielt vom Tom Cruise verflochten in diese Geschichte, ist das einfach langweilig. Kobe Smulders ist auch okay, ich mag sie gut als Schauspielerin und sie macht auch das, was sie jetzt da zu tun bekommt, macht sie eigentlich auch okay und sie ist natürlich noch schön zum Anschauen, meiner Meinung nach. Das ist aber auch etwa alles, was ihre Figur leider zu bieten hat. Die Tochter von Jack Reacher ist so nervig, die hat es jetzt wirklich nicht gebraucht, die macht dermassen viele dumme Sachen, das ist mir einfach nicht in den Kopf hinein, wie so etwas geht. Und da wären wir auch schon beim grössten Problem von dem ganzen Film, und zwar sind alle Figuren in diesem Film einfach verdammte Idioten. Ich habe mir mehrmals wirklich die Augen gerollt und gefunden, jeder Mensch oder kein Mensch mit ein bisschen Grips handelt so wie die Figuren in diesem Film. Das ist so selten blöd. Ich nenne gerne ein Beispiel. Sie versuchen, die Tochter in Sicherheit zu bringen und dann schreibt sie ein SMS und sie findet, oh, du kannst doch nicht ein SMS schreiben, dann können sie dich orten. Dann laufen sie raus, verrückt, und steigen ins Auto ein, schmeißen das Handy nachher zum Fenster raus, zmitzt aufs Trottoir, was jeder findet. Anstatt dass er es irgendwie verbricht oder so und in einen Busch schmeißt, was vielleicht nicht jeder hure Löli findet, aber nein, sie schmeißt es aufs Trottoir. Der Film ist auch gefüllt mit etwa allen Actionfilm-Klischees, die man sich nur mehr vorstellen kann. Das überrascht an dieser Stelle aber eigentlich auch nicht mehr. Und eigentlich ist die gesamte Handlung völliger Unsinn. Gewisse Sachen am Schluss denke ich so, wieso? Ah ja, der Film hat ja noch einen Bösewicht, aber der, keine Ahnung, der ist böse, weil böse Leute böse Sachen machen und der Film schließlich jemand Böses braucht und darum macht der böse Typ böse Sachen. That's it. Jack Reacher, Never Go Back oder Kein Weg zurück auf Deutsch, ist einer der führigsten Filme das Jahr, meiner Meinung nach. Er hat zwar kompetente Action-Szenen und Kampfszenen, die sind eigentlich noch glatt zum Schauen, aber furchtbar dumme Figuren und eigentlich relativ bescheuerte Handlung. Es ist irgendwie so ein bisschen wie eine belanglose Mischung aus Taken 3 und Jason Bourne. Also vielleicht eher nicht schauen. Das Kinorennen für Jack Reacher 2 würde ich jetzt auf keinen Fall. Es gibt 20 bessere Filme, die ähnlich sind und wirklich alles besser machen. Darum bleib lieber zuhause, schaut etwas anderes. Auf jeden Fall danke ich euch vielmals, dass ihr das Video angeschaut habt und ich sehe euch beim nächsten Mal.